Warren asked Max to the drive. Hey, Brooke, how are you? Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Mm-hmm. Okay. I can't get my limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. Oh, he asked you? You know, science geeks stick together. But honestly, neither of us can explain this phenomenon. It's pretty scary. I have to go. Talk later, Brooke. Good. I should go back to Chloe. Good to see you out and about, Max. My sweet Kate. Hallöchen. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. So schweif nach oben. Das ist dieser Schwenk. So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Okay, einmal bei Nathan einbrechen. Hoppla, das war gerade wackelig. Na, lass mich raten. Das ist das Männerklo, okay. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Was ein Scheiß. Zach or Logan? Who knows? Bro's got a bro. Ins Zimmer gehen kann man nicht. Oh, jerks! At least nobody messed with the Kate portrait. What the fuck? Ugh, skunk weed and video games. I sense Hayden is near. Koks und Noten, was? Nee, krassen Videospiele. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Stephen Hawking, there is no unique picture of reality. Uh-huh. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Looks like one of the jocks did care about Kate. Mm-hmm. Sorry, Kate. Oh, you Bigfoots. Entschuldigt sich wer? This can only be Nathan's room. Was kurz wohl das Town. Ja, klar. Der 111. Naja. Das hört doch jeder. Im Nachbarzimmer. Leute sind doch im Nachbarzimmer und so. Okay, what the fuck haben wir da? Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Und Joyce schreibt was. Max, jetzt da David nicht mehr hier ist, muss Chloe
erwachsen werden und sich besser benehmen. Das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts im Black Bear einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist. Also keine Ausreden. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen. Aber sie scheint wieder abzurutschen. Du könntest so ein guter Einfluss sein. Außer ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mehr... Kann sie jetzt nicht mehr die Schuld geben. Okay. Falsche Übersetzung. Tut mir leid, Joyce. Ich baue auch Mist. Aber ich versuche, einen guten Einfluss auf Chloe zu sein. Naja, die deutsche Übersetzung. Manchmal stellenweise. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. What the fuck? Was hat der Scooter hier für... That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. Bastard. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Der beste Sohn der Welt. Das Diplom belegt, dass Nathan Prescott's offiziell der beste Sohn der Welt ist. Oh, das finde ich, das ist ja, macht ihn ja fast liebenswürdig. Fast. I really hope they were all consenting models. That is so Chloe. Ey Arschloch, wir müssen reden. Oder ich erzähle allen, was du getan hast. Und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Oh my god. Chloe. Oh shit, mit ihr ist es auch passiert, oder was? Sie ist auch von ihm unter Druck gesetzt worden. Oder was? Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Tja. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Scheiße. I don't think one book can guide the Prescotts. Ein Wutanfall. Ein Leitfaden zur Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Na, das haben die. Das hat er nötig. Damn, Nathan. That's a nice shot. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Mhm. Die Bilder sind auch creepy. Die hat er selbst geschossen in Schwarz-Weiß. Boah, das ist der Typ, so ist wie er ist. I don't think this prescription has helped Nathan. Der hat definitiv Probleme. Nathan is way into this party. Bad sign. Mhm. Was geht an Victoria Chase von Nathan Prescott? Hey, mein Hübscher, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genau so stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf darauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinem Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Ach du Scheiße. Bastard. Now I remember why I hate you. Ach, das ist das Video oder was? Will get justice. Kate. Kate lässt's krachen. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Mach dir keine Sorgen. Sean Prescott an Nathan Prescott, sein Vater wahrscheinlich. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich. Und deine Mutter und ich sind immer für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach einen Termin geben. Bei der Mutter und beim Vater? Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt. Aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Paranestates
brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last. Und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete. Aber eines Tages wirst du mir danken. Nach dir. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir diese verschissene Stadt in Endorf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel das nicht, so, dein Vater. Ja. Too bad der Vater. Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Der Vater ist ein Arsch. Sorg dich nicht von Christine Prescott. Schwester oder Mutter, keine Ahnung. Nee, was geht? Tudu Bem aus Brasilien. Dein Bruder. Es ist, ach so. Schwester. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedenskorps an, dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mails zugreifen, aber bitte, 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 schick mir neue Campusfotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich. Aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa, Nate, aber ich bin wegen ihm in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit. Und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist, dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule. Ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreib mir oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. XOXOXO, Chris. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Generische Dexamine. Ein extremer Appetithemmer. Online erhältlich ohne Verschreibung. 100 Pillen für 250 Dollar. Holy shit, aber er kann sich ja leisten. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Zu den jüngsten Ereignissen von Victor Wells an Nathan Prescott. Nathan, ich möchte mich für die vor kurzem geäußerten Anschuldigungen entschuldigen. Och, der Sack. Ihr Name und ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler dies ausnutzen, um sich selbst einen Namen in Blackwell zu machen. Ich weiß, ihr Vater war aufgebracht, aber ich versichere ihm, dass sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden. Ich möchte sie nicht vom Unterricht ablenken und bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich immer zur Verfügung. Na, sehr schön. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Ja, das ist ein Drecksvater oder was? Holy shit! That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Benutzeranleitung. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen. GB17 9mm Pistole. Bedienungsanleitung. Aha. Ja, aber von wem? Nathan likes his tortured subjects way too much. These films all have a dark pattern. Nathan took this from Kate's altar. Why? What is with this dude? Warum klaut man von einem Schrein von einer... Oh man, that dickhead stole one of my selfies.
What the fuck? Was für ein Creep ist das? Yes, I would be cool with having this high-tech projector. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Ja, wir sollten das Handy holen, aber... Wo ist das Handy? What the hell are all those marks on the floor? Leute, die sich gewehrt haben. Let's find out where you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Schwarze Ledergrundschuhe. Ach, widerlich. Na komm. Ja, die Kamerasteuerung ist ein bisschen... Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. Da ist er. What are you doing in my dorm? Ah, shit. You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. You are so fucking dead! Nein. Get off me, bro! Die Waffe. Nimm die Waffe. Aushalten, Waren aufhalten. Ja. Corin, stop it! Come on! Oh! Oh, my head! Why are y'all looking at me like that, huh? You and you, you're all dead! Let's go, now! Kann ich noch nicht fest. Ja, wir mussten ihn aufhalten. You're all fucked. He owns you. Ernst. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Genau, das wollte ich gerade sagen. Er hat die Prügel definitiv verdient, aber ja, da müssen wir drüber stehen. Damn, that was intense, Warren. Thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better... Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Wieder am Strand oder was? Das wird seltsam da jetzt mit der
gesunden Crew hinzugehen. God, I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So, let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. There might not be any Pan Estates by Saturday. Stoppt Pan Estates. Dank des örtlichen Industrie, dank der örtlichen Industrie sind die Küsten Arcadia Bays ungeeignet für Fische, Vögel und sogar Wale. Es wird Zeit, das Bauprojekt Pan Estates zu verhindern, das zur Zerstörung von Jobs, Leben und Ressourcen führt. Schließen Sie sich dem friedlichen Protest vor dem Hauptsitz der Pan Estates an. Medien und Familien willkommen. Mittags, Samstag, den 12. Oktober. Ja. This is where my nightmare started. Easy trail, hard trail. No worries, sign. No parking on the beach. Aw, poor little beach ball. Okay, wo's Chloe hin? Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Ah, yes, Chloe. Take the trash out sometime, dude. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Oder beides gleichzeitig. Oh, fresh meat. So Pompidou must be okay. Good doggy. So, Chloe. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, or bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay, okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all?
Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Yeah. You already did. Ah, you fucking mental. I lost my keys, but I changed the lock. You better goddamn not be snooping around here. No, I'm not. Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Whoa! Get off of me! Motherfucker! What the fuck? I wonder how we'll get around this. Der Hund hat ihn sie gebissen. What the fuck? Und hat sich fast erschossen wieder. Ach, nochmal ran hier. Ganz von vorne.